Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Bella Grusel und ihrem Leben bei Familie Kurios, muss man schon sagen. Bella ist momentan hier mit unserem Jüngsten, dem Kurt, im Bett und die beiden hatten ein Techtelmechtel und so. Sie sind noch immer im Date, aber wie ihr seht, ja, sind sie momentan einfach am Schlafen und ich würde jetzt nicht unbedingt ein traumhaftes Date. Was ist das? Achso. Maxim stinkt Angst. Oh. Sim würde gerne jetzt wirklich Kurt heiraten, mit Kurt flirten, ihn umarmen und Kurt den Rücken kraulen. Aber Kurt, also gut, er möchte auch gerne mit ihr rumschmusen und unterhalten oder mit ihr essen gehen. Aber er ist ja noch jung und er will auch 3 erste Dates haben, ne? Naja gut, ich weiß noch nicht, was ich genau mit den beiden mache. Keine Ahnung, mal sehen. Kurt ist ja wirklich noch so jung. Und ich dachte mir, okay, das Zimmer da oben, eigentlich das hatte ich doch für Kurt auch eingerichtet. Und jetzt habe ich ja Friedbert hier oben einfach reingemacht. Und wisst ihr was? Ich hatte ja schon mal irgendwann gesagt, ich weiß nicht, was ich aus diesem Eck hier machen soll. Ja. Und dann dachte ich mir, hey, das wäre doch jetzt so quasi die Gelegenheit. Ich muss nur Egon hier gerade mal wegmachen. Warte mal, Egon. Genau, Egon, du könntest jetzt mal kurz nach unten gehen. Du könntest eigentlich heute einfach mal was Mittagessen servieren. Guck mal, mach mal einen Chefsalat. Und dann bist du ein bisschen beschäftigt. Ich weiß gerade gar nicht, wo die anderen alle sind. Wo ist denn zum Beispiel Pascal? Der ist hier draußen und Nervus. Achso, Nervus ist arbeiten. Friedbert, der war ja hier oben, hat geschlafen. So, Egon ist runtergegangen. So, dass ich jetzt einfach mal, also die Sachen können wir ja trotzdem hier auf diese Seite lassen. Und ich mache dann hier, Moment. Ich könnte ja wirklich von hier ausgehen, oder? Das wäre doch eigentlich kein Problem. Oder soll ich eine kurze Kurve reinmachen, weil es einfach dann irgendwie besser aussieht. So, wartet. Das muss ich erst entfernen. Dann kann ich hier eine Wand, dachte ich, reinziehen. Genau, so. Er hat auch einen direkten Weg da nach draußen. Naja, warum auch nicht? Ne? So. Okay, dann brauche ich jetzt auch nochmal eine Tür. Ich glaube, ich weiß nicht, er würde wahrscheinlich eher so eine Tür haben wollen. Okay, warte. Und auch nicht direkt am Anfang, oder doch? Würde man hier direkt reingehen oder doch lieber? Nee, ich mache lieber hier. Das sieht, glaube ich, ganz viel besser aus. Dann hier, das machen wir so um die Ecke. So, dann habe ich das auf dieser Seite. Und er bekommt, es ist zwar ein bisschen kleiner vielleicht auch. Mal gucken, ob ich hier ein Doppelbett reinkriege. Da werde ich mal gleich gucken. So, was könnte denn unserem Friedbert gefallen? Was für eine Richtung irgendwie, was Helles, oder? Ja, so kommt er natürlich auch endlich mal zu einem eigenen Zimmer. Sowas? Ups, das war die falsche Taste. Mistiger. Jetzt habe ich sie total wieder weg. Ah, das war die falsche Taste. Mann, oh. Ich hatte doch da was, das hier. Und, jetzt bin ich echt hier. Da. Ja, warum nicht? Aber dann muss ich hier auch noch. So. Genau, was Blaues. Okay, dann mache ich mal. So. Und natürlich auch den Boden. Der darf auch nochmal anders aussehen. Und zwar blöd, dass man dann im Grunde hier reinschauen kann. Aber das ist dann einfach so. Okay, Boden. Schaut doch schön aus. So, dann brauchen wir natürlich ein Bett für ihn. Und ich gucke einfach mal wirklich bei den Doppelbetten. Das zum Beispiel, was hat das? 6, 6, 6, 6, das auch. Okay, dann nehme ich das da.
In dieser Farbe und auch was schönes Blaues. Das passt nämlich schön super dazu. Genau, passt doch super. Hin und also auf jeder Seite kann ich dann noch ein Beistelltischchen hinstellen. Die gefallen mir, die haben es mir momentan irgendwie angetan. So, einmal das hier. Und das habe ich genommen, gell? So, und das dann nochmal. Perfekt. Dann machen wir ein schönes Bild. Und dazu gehe ich auch mal ein bisschen weiter hinter. Was ist das für ein Bild? Abstrusionismus. Abstraktes Bild. Na gut. Ich weiß zwar nicht, ob das hier so. Naja, gut. Oder wartet mal. Hier, komm, 5000, der verkaufen. Das hier gefällt mir besser. Das gibt es, glaube ich, auch in verschiedenen Varianten. Aber so gefiel es mir sogar ganz gut. Ein Haus für alle Jahreszeiten. Und das ist nämlich blau und deswegen gefällt mir das gerade. Dann kriegst du auch noch irgendeine schöne Lampe. Oh, würde mir bei dir auch ganz gut gefallen. So diese hier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich bei Kurt gerade hatte, aber egal. Dann kriegst du vielleicht auch sogar noch eine andere Lampe, die von oben scheint, nämlich den hier. Den Leuchter hier. So. Sehr schön. Und nach vorne vielleicht auch noch hingehend. Dann brauchst du natürlich auch noch einen Kleiderschrank. Und das muss ja jetzt kein hoher sein. Das kann mich so einer. Ich meine, die gefallen mir zwar bei Friedbert, will lieber was Älteres haben, nämlich die hier. Der passt nämlich super dazu. Und wartet mal, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Man könnte den. Nee, da passt er nicht hin. Okay, dann würde ich ihn doch hier hinstellen. Da fällt er nicht so auf. Und er kriegt, finde ich, auch nochmal. Ja, genau, so irgendwie so ein Sessel hier dazu. Warte mal, so mal gucken, was für ein Sessel er denn hier vielleicht haben könnte. Den hier finde ich ganz nett. Ah ne, der war sogar mit dem. Ah, wo war es denn jetzt? Das hier. So. Da, ne, dahin. Perfekt. Oh, warum? Den kann ich doppelt hinstellen. Das ist. Ne. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Okay. Und ich hätte gerade doch noch mal was zum Aufhängen gehabt. Was Kleineres. Moment. Das zum Beispiel, das können wir mal hier hinhängen. Dann irgendwie was Pflanzenmäßiges so in die Ecke. Und einen Teppich fände ich jetzt auch noch irgendwie süß. Vielleicht in diese Art. Ja, zum Beispiel hier drunter. Und vielleicht doch noch mal andersrum. Müsste das sogar passen. Perfekt. So. So, und so hat jetzt Friedbert auch sein eigenes Zimmer. Cool. Die Vorhänge lasse ich so, oder? Das passt doch schon auch dazu. Und man könnte jetzt auch noch, Moment, vielleicht will er ja doch noch mal das ein oder andere lesen. Das kann man hier noch mit draufstellen. Ja. Vielleicht hat er auch noch irgendeinen Pokal bekommen. Ne? So. Finde ich jetzt auch ganz süß. So, cool. Das ist Friedberts Zimmer. Cool. Okay, Friedbert, dann steh du mal hier auf und du kannst erstmal hier drüben auf die Toilette gehen und dann gehst du mal in dein eigenes Bett schlafen. Ich glaube, du hast Unterwäsche an, deswegen in Unterwäsche. Belinda, dich habe ich gesehen, du bist auch im falschen Bett. Deswegen, ich wecke dich jetzt auch mal auf. Und also du gehst einmal eine Etage tiefer, gehst hier mal auf die Toilette und vielleicht hat Egon bis dahin was gemacht. Auf jeden Fall gehst du danach erstmal kurz runter und guckst mal, wie weit er dann ist. Pascal ist momentan draußen. Den lasse ich jetzt gerade noch draußen. Friedbert ist noch oben. Lutz, der könnte jetzt langsam mal aufwachen. Warte, jetzt gerade erdig. Irgendwas hat er gerade gemacht. Friedbert trifft Außerirdische. Das wünscht er sich. Okay, was ist das? Einen Baum kaufen. Okay. Du möchtest gerne einen Baum im Garten haben. Oh, das machen wir doch mal gerade.
Einen Baum kaufen. Garten. Was für einen Baum möchtest du denn haben? Famose Papaya. Die finde ich eigentlich sogar ganz süß. Ja, er ist ja auch. Und? Ja, jetzt willst du aber Komposttonne. Nee, die brauchen wir nicht. Mit Nero spielen und zum Werwolf werden. Okay, warte mal. Was macht denn Belinda hier draußen? Ja, das war wirklich nett. Ich habe mich gut amüsiert. Vielleicht sollten wir nochmal miteinander ausgehen. Ach so, wir waren ja noch im. Wir waren ja noch im Date eigentlich. So, Nero begrüßen. Dann kannst du ihn mal begrüßen. Das ist ja wirklich ein Werwolf hier. Oder? Also, wenn wir den beißen und so. Ich muss gestehen, ich habe noch nie einen Werwolf-Sim gemacht. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert so genau. So, Liebhaben. Was anderes können wir gerade nicht machen. Liebhaben streichen, Liebhaben Leckerchen, Liebhaben streicheln, Liebhaben Leckerchen, Liebhaben streicheln. So, Egon, du hast uns gerade was zu essen gemacht. Dann isst doch mal was. Einmal essen. Wo Belinda? Ach, die ist auch da hinten. Verstehe. Das macht ihr halt auch Spaß. Na ja, gut. Kurt. Oh, Kurt hat Hunger. Okay, du gehst erstmal nochmal einmal auf die Toilette und gehst dann auch runter und setzt dich mal hier hin und Bella, Bella, Bella. So, komm, du ziehst dir jetzt was an. Jetzt hast du dein Schlafzimmer doch tatsächlich alleine, ne? So, danach gehst du runter, ne, gehst mal auf die Toilette und kannst auf der anderen Seite essen. Okay, dann Pascal. Ah, so langsam müsste er auch mal auf Toilette gehen, glaube ich. Guck mal, du kannst mal hier rein, benutzen, aufwischen und dann gehst du mal ins Bett. So, Friedbert, oh, guckt mal, wunderbar, mein lieber Friedbert. Wunderbar, heute auch noch mal frei, dann könnten wir vielleicht mal ein bisschen was für dich hier machen. Nach Planeten suchen. Okay, dann machen wir das doch. Dann gehst du mal hier ganz nach oben wieder. Moment, check, check. Und nach Planeten suchen. Wir können auch, du kannst auch in der Unterwäsche nach oben gehen, weil ich jetzt gerade gedacht habe, oh, ich habe ihn nicht anziehen lassen, aber es ist ja Frühlingsabend oder Frühlingsmorgen, nicht Frühlingsabend. Da ist der Nero. Aber ich kann wirklich nicht viel anderes mit ihm machen. Ich könnte ihn verjagen, anschreien. Ja, das ist doch zweimal das Gleiche. Keine Ahnung. So richtig warm werden wir auch nicht miteinander. Wenn ich immer nur Liebhaben streicheln, Liebhaben Leckerchen, Liebhaben streicheln. So. Bella und Kurt essen momentan. Wo ist Egon? Egon ist jetzt nach oben. Ah, er hat aber sein eigenes Bett gefunden. Und Belinda? Belinda ist hier. Mit dir möchte ich auch mal gerne noch ein Blind Date machen, aber geh auch du erstmal rein und ess noch was. Warte mal, da ist noch eine Portion frei. Und eigentlich, also von Energielevel, könnten wir vielleicht mal wieder die nette Dame mit dem Blind Date holen. So, Kurt wird jetzt erstmal. Genau, du gehst erstmal hier baden. Und dann schicke ich. Ah. Du hättest aufräumen wollen. Okay, dann aufräumen. Aufräumen. Und, was ist denn da passiert? Das ist. Oh, das hat ein Tier. Das hat das Tier kaputt gemacht, oder? Und danach kannst du in Unterwäsche schlafen. So, warte mal, Lutz. Dann räum du das doch mal bitte auf. Ach Gott, das hat das Tier echt kaputt gemacht. Dann kannst du noch die Fische füttern und dann kannst du noch da draußen die Fische füttern und dann kannst du noch mal wieder Insekten aufspüren und Nervus, hallo, huch. Nervus, heb mal die Tonne auf, bevor es hier wieder zum Milieu kommt und wir Kakerlaken bekommen oder so. Dankeschön. So, ja, unser Partyknaller, der. Warum geht er eigentlich noch arbeiten? Naja,
Du gehst auch mal hier benutzen und duschen und Sport hast du, ne? Warte mal, was hast du? Was kann ich mit dir mit schon machen? Teil über Sport lesen oder über Sport reden? Bin ich nicht so begeistert von. Geh mal ein bisschen Fußball spielen, das kannst du hoffentlich alleine. Hier, der Grill ist immer noch an, ne? Sowas. So, Kurt ist im Bett, Egon ist im Bett, Friedbert ist wahrscheinlich oben, Belinda ist noch Bella. Bella räumt hier auch noch auf und dann würde ich mal sagen, Bella, du kannst wieder noch, ja, eine weitere Runde schlafen gehen. Ja, mit Bella und Kurt, ich weiß nicht. Wir haben echt hier unsere Blitze verloren. Und sie ist jetzt echt nicht mehr begeistert. Vielleicht sollten wir nochmal so ein Ich-Veränderungs-Dingsbums da machen. Keine Ahnung. So, du könntest dich mal umziehen oder so. Guck mal, umziehen, Alltagskleidung. Jetzt liegt sie hier in Bademantel. Aber ich möchte gerne mit dir den Service anrufen. Und wartet mal ganz kurz. So. Ja, zum Glück ist das mit diesem Sofa ja so einfach zu machen, dass man nur noch eins dazu kaufen muss. Oh, ich hasse diese Dusche. Diese Dusche, egal wer duscht, immer ist danach, müssen wir aufwischen, Mensch. So, Heiratsvermittlung. Dann schauen wir mal für sie. Ja, bitte kommen. Und ich gucke noch mal ganz kurz. Wir haben ja nur diesen Richard Grunz hier kennengelernt. Sie ist ein Mädchen, Iris Esser. Und ansonsten gar keinen anderen Jungen. Also, Körperpunkt verdient. Yay. Belinda. Wie gut verstehst du dich mit Lutz? Mit Lutz eigentlich am besten, außer mit Mama und Kurt, okay? Dann warten wir mal. Kannst du mal gucken? Hotdogs nehmen. Guckt mal, das könnte man theoretisch machen. Nee, nee. Jetzt geh erstmal begrüßen. Liese Göttgens begrüßen. Das will ich noch sehen, auf jeden Fall. Wer kommt hier? Und ist dein Herzblatt? Nein, das ist. Mein Planeten haben wir entdeckt. Yay. Was ist mit dir? Oh, geh mal fix und alle ins Bett. So, Moment. Bleib mal hier. Blind Date. Bitteschön. Ich möchte ein Blind Date haben. Könnte ich jemanden finden und haben, mit dem ich 3 Blitze habe? Ein Mann. Und ich gebe dir dafür auch 5000 Simoleons. Ja, das ist ein Fünftel unseres ganzen momentanen Vermögens. Barvermögens. So. Und Jagger. Oh, Ibrahim Kowalski. Ach du Schande. Den Typen kenne ich im Grunde, aber der heißt irgendwie anders in Schönsichtdingen, nicht Ibrahim? Der ist so weiß, ne? Also bei ihm denke ich immer, oh Gott, was hast du mit... Wie, du kannst doch mit ihm reden, oder nicht? Dass er so vampirmäßig ist. Aber er ist nicht wirklich ein Vampir. Aber gerade mit diesem... ja, mit diesem Mantel. Und dann ist er so weiß im Gesicht und... Warte mal, ich muss mal abchecken. Check dich mal ab. Also wenn sie jetzt mit dem 3 Blitze hat, dann weiß ich auch nicht. Guck mal, Minus. Irgendwie mag er mich nicht, oder? Oh, wirklich? 3 Blitze? Wie geht denn das? Ihr könnt euch nicht ausstehen doch gerade. Was, sie will jetzt... Nee, er will nicht. Okay, warte. Oh Gott. So, was möchtest du eigentlich? Mit mir tanzen, Kissenschlacht oder mit mir spielen? Okay, spielen. Wo haben wir denn spielen? Hier. Wir können eine Runde Ballwerfen machen. Guck mal, schon wieder Minus. Wie gibt's das denn, dass wir 3 Blitze haben? Echt, Belinda. Auf was stehst du eigentlich? Wie habe ich dich denn eingestellt?
Ah, blond und Fitness. Oh, was macht er denn hier? Hat er uns was geklaut? Hm. So, nochmal einen letzten Blick mal wieder in die Runde, bevor ich dann jetzt für heute wieder aufhöre. Also, Pascal, der schläft. Nee, der ist schon wieder hier. Du könntest mal eine Runde baden gehen, mein Lieber. Oh, Finanzberatung gibt er gerade. Friedbert kommt gerade von oben runter. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich mit dir anfangen soll momentan. Was machst du denn? Tratschen. Ja, aber Egon ist nicht da. Egon ist da draußen. So, du kannst aber Wissen vermitteln. Oder, nee, doch. Wissen vermitteln kannst du doch. Finde ich sogar ganz gut. Dann nochmal Lutz. Lutz ist gerade auch hier unten. Oh, Pascal. Du solltest eigentlich da duschen. So, duschen, säubern, auffischen. Lutz ist gerade hier gewesen und ich glaube, du könntest dann vielleicht uns was kochen, mein lieber Luzi. Frühstück servieren, einmal Pfannkuchen für alle. Und Sonntagmorgens. Nervus verliert Begeisterung für und so, okay. Okay, und du? Du ziehst dir auch mal was anderes an. Und dann guckst du erstmal hier durch, weil Wissenschaft war ja auch dein Hobby eigentlich. So, jetzt haben sie mich wieder alle hier fertig gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich mit euch allen tun soll. Kurt ist hier oben. Und Kurt, ich habe dich total vergessen. Such mal nach einer Arbeit. Juhu, besseres Verständnis für Kochen. Egon bringt hier irgendwas nach draußen. Okay. Aber, nee, haben wir nicht. Okay. Irgendjemand bläst hier draußen schon wieder, das ist Belinda. Ach, Belinda, ich habe doch eigentlich ein Date mit dir, mit diesem Typen hier. Ich habe... Oh, Hilfe. Flirten. Okay, wartet mal. Flirten. Komm schon, umgarnen. Ich umgarne mal dich so. Und er möchte einen Freund finden und mit mir tanzen. Oh Gott. 6 Sekunden, das schaffen wir niemals. Nun ja, ich hatte schon bessere Dates, aber so schlecht war es dann auch wieder nicht. Falls wir nochmal zusammen ausgehen sollten, hoffe ich, dass es ein wenig besser klappt. So, Bildung. Oh, Mist. Jetzt ist er schon dabei. Was will er denn? Party? Nee, Faulenzer-Karriere. Meeresforschung. Nein. So, wir hängen auch nochmal ein bisschen miteinander ab. Wir können uns ja mal ein bisschen vielleicht befreunden, ne? Tanz? Nein. Genau, hängt mal hier ein bisschen miteinander ab und dann klappt das. So, Verbrecher und ich glaube, dann war es schon das mit den Jobs. Und aber du kannst dann nochmal... Nee. Du kannst nochmal in die Zeitung gucken und dort einen Job suchen. Und ich sage jetzt aber erstmal einen schönen Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder, wenn es hier weitergeht. Und ich weiß wirklich noch nicht, was ich mit unserer Bella denn anfangen soll, denn... Dieses neue Lebensziel, 20 Welpen großziehen, boah, das möchte ich jetzt dann auch nicht anfangen. Okay, erstmal tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.